in Old Trafford endete bekanntlich mit einem knappen 1:0-Sieg der Mann um Bobby Charlton. Und jetzt bitte rufen Sie mich an, ob Sie mich hören anständig. Ich komme nämlich jetzt auch hier nicht durch. Herr Lawin, ich komme mit dem Telefon nicht durch. Ich hoffe, Sie hören mich. Ich bitte, mich sofort zu verständigen, wenn es Ihnen gelingt. Ich fange erst an, so wie das Spiel beginnt. Die beiden Mannschaften betreten nun das Spielfeld, angeführt von dem italienischen Schiedsrichter Sardella. Dahinter, sehr gepasst, auf der linken Seite, die Leute von Manchester United, angeführt von Bobby Charlton. Rechts, ganz in Weiß, Real Madrid. Ich habe erlebt, wie die Mannschaften hier eingetroffen sind. Es war interessant zu sehen, mit welchem Ernst die Spieler an ihre Aufgabe herangegangen sind.
In 10 Sekunden bitte schneiden. Einen Handkuss den Damen, einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. Wir melden uns aus Madrid vom zweiten Semifinalspiel des Europacups der Meister zwischen Manchester United, links im Bild, rote Hemden, weiße Hosen, rote Stutzen, und Real Madrid, ganz in weiß, von rechts nach links spielend. Das erste Spiel dieser beiden großen Gegner endete in Old Trafford von Manchester 1:0. Für die Engländer, und den bisher einzigen Treffer in den Kämpfen dieser Mannschaften schoss Best, der Mann mit der Nummer 7, den wir eben ganz vorne im Bild hatten. Anstoß haben die Madrilenen, Schiedsrichter ist der Italiener Sbardella. Es ist 8:30 Uhr abends und das Spiel beginnt unter Naturlicht. Es ist hier sehr warm in Madrid, hochsommerlich heute. Von den Spielern im Weiß ab. Ein Tor ist also aufzuholen, zwei Tore sind zu schießen, damit Real Madrid in das Finale kommt. Das Finale, das am 29. im Wembley Stadion stattfinden wird. Erster Angriff also von Real. Und ich gebe Ihnen die Mannschaftsaufstellungen bekannt. Bei Real im Tor, Betancourt im Tor, mit Nummer 2 González, Nummer 5 Sonsonegui und Nummer 3 Sanchez, Nummer 4 Pirri und Nummer 6 Socco, und im Angriff Nummer 7 Perez, Nummer 8 Amancio, der eigentlich Amaro Varela heißt, Amancio ist eigentlich nur sein Vorname, Nummer 9 Grosso, Nummer 10 Velázquez und Nummer 11 Gento. Und bei den Leuten aus Manchester, die zuletzt im Kampf um den Titel gegen Sunderland verloren haben, und zwar auf eigenem Boden, im Tor Stepney, in der Verteidigung Nummer 2 Brennan, Nummer 5 Fawkes, mit 35 Jahren der älteste seiner Mannschaft, einer der Überlebenden des schweren Unglücks 1958 auf dem Flugplatz von München. Neben ihm mit der Nummer 10 Sedler, der wohl auf dem Papier im Angriff figuriert, aber in Wirklichkeit zweiter Stopper spielt. Und links dann mit der Nummer 3. Und schließlich in der Läuferreihe Nummer 4 Krerend und Nobby Styles Nummer 6. Im Angriff Best Nummer 7, Kit, der Jüngste mit 19 Jahren, Nummer 8, Bobby Charlton Nummer 9, der Kapitän. Linksverbinder gibt es keinen, weil eben Sedler eine defensive Aufgabe zu erfüllen hat, und links außen mit Nummer 11 Aston. Bei Real Madrid heute hier wieder Amancio am Werk, der in Manchester nicht mitmachen konnte, weil er wegen Schiedsrichterbeleidigung im Spiel gegen Sparta Prag in Prag, das haben Sie vielleicht miterlebt, gesperrt war. Abstoß also vom Tore Manchester Uniteds. Stepney, grüner Pullover, weiße Hose und rote Stutzen. Das ist Sedler. Gefährlich für Best. Und ein Foul am Best. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Best ist der Beeper im Angriff der Engländer. Und hier krachten Dunn und Perez aufeinander. Pirri. Pirri ist der Spitzname, in Wirklichkeit heißt er Sanchez Martinez. Es gibt noch einen Sanchez
Martinez und der spielt auch. Damit man sie nicht verwechselt, also der Künstlername Piri. González. Grosso gegen Bobby Charlton, noch immer Grosso. Und erster Eckball gegen Manchester United nach 6 Spielminuten beim Stand von 0:0. Das Stadion dicht gefüllt, eine genaue Zuschauerzahl war bisher nicht zu erhalten, aber meiner Schätzung nach sind etwa 110.000 bis 120.000 Zuschauer da, 125.000 fast diese gigantische Anlage. Kenta. González, Velázquez, Amancio, beide Mannschaften noch sehr nervös, daher gibt es harte Einlagen, wie man sie eigentlich von diesen beiden Mannschaften sonst nicht gewöhnt ist. Dann wird den Freistoß schießen. Sehr schlecht abgegeben. Und es steht noch immer 0:0. Piri hat das so schön gemacht. Und Einwurf. Grosso erzwang sozusagen einen Einwurf. Auch das wird hier applaudiert. Handspiel, Schiedsrichter hat aber angedeutet, es ist nichts und ein Fehlschuss von Soko. Perez landete auf der Laufbahn. Er war einfach zu schnell. Eckball von der rechten Seite. Zweite Ecke für Real Madrid. Mit Ausnahme von Best ist alles vor dem Tore der Engländer. González schießt. An die Spange! Dieser Kopfball von Soko. Stepney sah nicht gut aus bei dieser Aktion. Sedler. Die Engländer sind natürlich dadurch etwas gehandicapt, dass sie auf Dennis Law verzichten müssen. Steilvorlage für Best. Ach,
Händler. Kit. Der Mann mit der Nummer 8 bei den Engländern, Kit, möchte sich selbst am 29., also in 14 Tagen, ein besonders schönes Geburtstagsgeschenk machen. Er wird dann 19 Jahre alt. Er möchte da im Europacup-Finale spielen. Ob es soweit kommen wird, das werden wir nach diesem Kampf hier bereits abschätzen können. Freistoß für Real. Im Bild Amancio. Perez. Er ist sehr jung, 21 Jahre alt. Und Einwurf für die Engländer. Eigentlich müsste ich sagen, für den englischen Verein, denn in dieser Mannschaft stehen ja Waliser, Nordiren, Schotten. Beetle Best zum Beispiel ist ein Ire aus Belfast, aus Nordirland also. Aston, er bereitete in Old Trafford den einzigen Treffer vor, den Manchester United durch Best, den Mann, der eben jetzt hart attackiert wurde, vor. Nobby Styles. Und der Ball war bereits über der Linie. Einwurf für Real. Velázquez. Sanchez. Für Gento. Ja. Direkt aufgelegt für Kit. Krörend. Wieder für Kit. Und Sonsonege hat zurückgespielt zu Betancourt. Velázquez. Foul von Nobby Styles an Amancio. Styles hat also die Aufgabe, den gefährlichsten Stürmer zu halten. Styles jetzt in der Mitte des Bildes mit der Nummer 6. Privat trägt er eine elegante Brille. Jetzt hier auf dem Fußballfeld Kontaktlinsen. Im Europameisterschaftsspiel der Ländermannschaften, das hier am 24. April stattfand, siegte übrigens gefährlich Amancio, durchgebrochen bei diesem Freistoß. Ja, am 24. April siegte hier England überraschend gegen Spanien. Bei den Spaniern standen 6 Spieler.
Spieler von Real Madrid in Wien, bei den Engländern nur Bobby Charlton. Ein Foul von Styles an Gento, Freistoß. Sehr aufmerksam der Schiedsrichter. Und Styles hat genau gewusst, dass er hier etwas gemacht hat, was er nicht hätte machen dürfen. Keinerlei Debatten mit dem Schiedsrichter. So, wieder Amancio. Sturmspitze der Engländer zurzeit Kitt. Interessant, der Schiedsrichter hat jetzt auf die Uhr geschaut. Er wollte offenbar überprüfen, wie lange Stepney den Ball halten würde. Gefährlich für Real. Velázquez. Das ist ein Spieler, den die österreichische Nationalmannschaft brauchen könnte. Ein Motor, wie ihn sich jeder Verbandskapitän wünscht. Sedler. Charlton. Sedler. Kitt, wieder Sedler. Sokko hat abgewehrt. Amancio gegen Styles. Und das kann nur Eckball sein, war kein Foul. Und nicht einmal das, es gibt einen Abstoß. Aber gerade in dieser Szene ließ sich erkennen, wie schnell Amancio ist, wenn er am Ball ist. Styles hat das Laufduell mit dem leichtfüßigen Madrilenern jedenfalls verloren. Klärend. Foul von Velázquez. Nach 19 Minuten Real Madrid gegen Manchester United im Stadio Santiago Bernabéu. 0:0. Kehrend ist wieder auf den Beinen. Entweder Bobby Charlton oder Sedler wird schießen. Charlton. Interessant, dass ein Mann wie Charlton solch einen schweren Fehler machen kann. Und Eckball von der linken Seite. Ecke Nummer 1. Und Abstoß vom Tore der Spanier. Spardella, der Schiedsrichter, ist übrigens ein sprachgewandter Mann. Er kann sich mit den Spielern beider Mannschaften in ihrer Sprache unterhalten. Amancio. Und Eckball, Nummer 3.
Stepney, der Torhüter von Manchester United, war jedenfalls zur rechten Zeit aus dem Tor herausgekommen. Soccer. Elegant gemacht von Sanchez. Wieder schaut der Schiedsrichter auf die Uhr, ob Stepney vielleicht versuchen sollte, das Spiel zu verzögern, indem er den Ball nicht aufnimmt. Hier hätte der Schiedsrichter den Vorteil gelten lassen können. Das ist Ermessenssache. Aber er konnte ja nicht ahnen, dass sich Hendl da rappeln würde. Sanchez. Foul an Kitt. Sadler zu Charlton wieder. Clarence. Velasquez. Und wieder gibt es Freistoß für die Spanier. Pierre, Perez, Best, hat er elegant gemacht. Er hat diesen Angriff von Sanchez vorausgeahnt. Er hörte die Hufe hinter sich donnern. Dann hat Bissau etwas abbekommen bei dieser Aktion im Kampf mit Perez und es gibt daher auch einen Freistoß. Wieder dann. Styles. Perez Amancio. Und Kopfball von Pirri. Sanchez, Soccer, Sunsunegi, Charlton, und jetzt hat der Schiedsrichter gepfiffen. Nein, hier ließ er den Vorteil, der keiner war, gelten. Interessant. Soccer, spielweite Ausputzer. Velasquez. Amancio. Nach englischer Manier kein Foul. Styles hat tatsächlich nur den Ball gespielt. Freistoß. Pirri schießt. Sanchez. Best. Glatt an Hendl vorbeigekommen. Hit. Sehr schön gemacht. Abseits.
Aber diese beiden jungen Burschen können tatsächlich spielen. González, Perez, interessant ist, dass Piri, der Mann mit der Nummer 4, der ja eigentlich in der zweiten Welle zu agieren hat, einen eigenen Bewacher von Matt Busby, dem Coach der Manchester Leute, bekommen hat, nämlich links außen Aston. Grosso. Velázquez, Amancio, Kento. Und dem Zauberer ist ein ganz einfaches Kunststück missglückt. Velázquez. Und Foul von Krerrend. Freistoß wieder aus etwa 24 Metern. Achtundzwanzigste Spielminute, noch immer 0:0, Velázquez überhastet geschossen. Ein Fehler von Soko. Er ist der längste Spieler seines Teams mit 1,85 Meter. Kitt. Foul an Kitt durch Sonsonegi. Krerrend legt sich das Leder auf. Dreißigste Minute. Aston. Grosso. Zu steil. Und den Rasen hat man anscheinend etwas zu viel gegossen. Vor allem die Engländer zeigen sich nicht sehr standfest. Kitt. So ein Foul. Von Soko an Kitt. Im Bild Kento. Krerrend. Der hat gute Nerven, der Torhüter Betancourt. Er ließ den Ball passieren, obwohl er nicht ganz genau wissen konnte, ob nicht doch hinter ihm noch ein Engländer stehen würde. Noch eine Viertelstunde bis zur Pause. Real Madrid gegen Manchester United, noch immer 0:0.
Soccer. Und Sonne gehen. Aston. Nein, es ist Kit. Grosso. González wirft ein. Aber der Ball war bereits über der Linie. Ein Foul wird angezeigt vom Linienrichter. Das heißt also Freistoß gegen Manchester United. Zweiunddreißigste Minute. Perez schießt. Und Tor. 1:0 für Real Madrid. Das heißt, die Spanier haben den Vorteil der Engländer ausgeglichen. Von einem Hochhaus aus. Der Schütze war Pirri. Das Ganze noch einmal. Die Wiederholung. Passen Sie auf. Pirri, jawohl. Kopfstoß. Stepney geschlagen. Für Real Madrid. Die Engländer werden nun ihr Konzept etwas ändern müssen. Bisher versuchten sie es nur defensiv. Nun müssen sie auch selbst kommen und das ist gegen eine Mannschaft wie Real Madrid sehr gefährlich. Best. Velasquez. González. Perez. Wieder Velázquez. Grosso, unerhört dynamisch. Und Eckball Nummer 3, Verzeihung, Nummer 4. Die 34. Minute. Real führt durch einen Kopfballtreffer von Pirri mit 1:0. Und Eckball von der rechten Seite. Unruhe im Zuschauerraum. Kleine Kolonien von Engländern befinden sich unter den Hunderttausenden. Sie können sich natürlich nicht so durchsetzen, wie sie es von zu Hause gewohnt sind. Die Spanier sind spielerisch im Augenblick klar überlegen. Handspiel.
Ein Zuschauer war offenbar der Dramatik des Kampfes nicht ganz gewachsen. Grosso, Velázquez, die Spanier jetzt selbstverständlich sehr selbstbewusst und deutlich überlegen. Socco, der Befreier. Kento. Styles. Charlton. Charlton hat gebombt. Socco. Velázquez, Amancio, unglaublich, was dieser Mann kann. Alles. Perez, Grosso, jetzt gab es hier eine kleine Rauferei zwischen Styles, da gab es einem der Madrilenern einen Kinnhacken, und zwar Amancio, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, ich habe es ganz klar gesehen. Und Amancio liegt zurzeit auf dem Boden. Es war ein richtiger rechter Haken, den Novi Styles seinem Gegner versetzt hat. Aber der Linienrichter war aufmerksam. Das würde bedeuten, dass Styles ausgeschlossen werden muss. Der Schiedsrichter behält es sich offenbar vor, seine Entscheidung erst zu treffen. Piri hat ihm erklärt, das war Styles, der ihm einen Kienhacken gegeben hat. Was diese Aktion, dieser unbeherrschten, dieser unsportlichen Aktion des englischen Internationalen vorausgegangen ist, habe ich leider nicht gesehen. Aber vielleicht hat ihn der ein bisschen gehäckelt. Und dann schlug also Nobby Styles zu. Schiedsrichter scheint nicht bereit zu sein, Styles auszuschließen. Er hat nichts gesehen. Es könnte also nur sein, dass ihm sein Linienrichter genau erzählt, wie es gewesen ist. Es war ein exakter, rechter, kurzer Haken, so im Vorbeilaufen von rechts ans Kinn geknallt. Bis jetzt eine durchaus verdiente 1:0 Führung für Real Madrid. Die Engländer waren bisher nicht ein einziges Mal im Stand, das Tor von Betancourt ernsthaft zu gefährden. Kriegsrat bei den Engländern etwa 10 Meter von diesem Ort entfernt. Kenter und der Linienrichter sind miteinander im Gespräch. Die Engländer halten Kriegsrat. Hoffentlich findet sich dort ein Mann, der zu Styles sagt, mein Bursche, so kannst du also nicht umgehen mit dem Gegner.
Das Publikum ruft 6-6. Sie wollen also 6 Treffer jetzt haben und die Nummer 6 ausgeschlossen. Die Nummer 6 soll ausgeschlossen werden. War also in einem Zuge von den Zuschauern hier zu hören. Und was geschieht nun tatsächlich? Schiedsrichter hat sich Styles nicht geholt. Das heißt, auf beiden Seiten bleiben 11 Spieler. Und ich kann mir vorstellen, was sie denn... Jetzt hat Perez seinen Gegner angespuckt. Auch nicht sehr schön. Und in den nächsten Minuten wird sich hier einiges tun. Velázquez. Gento, höchste Gefahr. Und Tor, Gento, das ist die Entscheidung. 2-0 für Real Madrid, ein Fehler von Brennen. Gento auf 2-0. In der 42. Spielminute. Grosso. Velázquez. Und nun kommt der entscheidende Fehler von Brennan. Gento. Stepney kommt heraus. Und beinahe durch die Beine 2-0. Und dieser Treffer dürfte, so hoffe ich, auch die Atmosphäre etwas beruhigt haben. Die Spanier werden nun nicht mehr bereit sein, an Nobby Styles ganz grimmige Rache zu üben. Aston. Dann. Und Tor! Eigentor! 2-1. Soccer dürfte es gewesen sein, dem dieses Missgeschick unterlief. Wir sehen auch diese Szene noch einmal. Wir wollen versuchen zu erkennen, wer den Ball hereingegeben hat. Ich glaube, es war dann. Und nein. Brennan. Aston. Dann. Ja. Und Soko. Eigentor 2-1. Das war in der 45. Minute. Und wieder ist es Nobby Styles. Er ist ein harter Knabe. Er spielt oft sehr unfair. Er hat schon viele Affären auf dem Spielfeld gehabt. Der Anschlusstreffer der Manchester-Leute hat natürlich die Situation auf dem Spielfeld verschärft und ich glaube, der Schiedsrichter dürfte recht zufrieden sein, dass er in wenigen Minuten, es hat ja eine längere Unterbrechung gegeben, das Spiel zumindest unterbrechen kann, um die Spieler in die Kabinen zur Pause zu schicken. Freistoß also aus etwa 25 Metern. Amancio. Im Gesamtscore steht es also nun 2-2 auf dem Spielfeld hier in Madrid, 2-1 für Real. Sanchez. Und Tor! Großartig von Amancio! Großartige 5 Minuten vor der Pause. Amancio hat diesen Treffer erzielt. 3-1. Für Real und das Stadion tobt, begreiflicherweise. Wir sehen das Ganze noch einmal. Sanchez, vorbeigekommen am Best. Und Amancio. 3-1 also. Amancio muss wieder gepflegt werden. Er scheint eine Oberschenkelverletzung zu haben, eine Leistenzerrung.
Der Schiedsrichter sagt, bitte jetzt nicht. Es kann ja sofort in den Kabinen weiter behandelt werden. Und im Gesamtscore ist nun Real mit 3:2 bereits in Führung. Ich zähle also in diesem Fall das Ergebnis von Manchester dazu. Best. Er ist der Best of the Year, der beste Fußballer des Jahres in England. Hier hat er schon einige Male sein großes Können aufblitzen lassen, aber gegen die massierte und clevere Abwehr der Spanier konnte er sich noch nicht entscheidend durchsetzen. Und das ist der Pausenpfiff. 3:1 also führt Real Madrid gegen Manchester United im zweiten Europacup-Spiel der Meister in Madrid. In der zweiten Hälfte spielt nun Manchester United von rechts nach links. Perez. Amancio. Trento, Best. Velasquez, Zedler. Kiri. Velázquez. Grosso. Nina Grosso. Die Spanier sind deutlich überlegen, leichtfüßiger, technisch perfekter. Sie spielen auch freier als die Leute aus Manchester. Die Leute um Bobby Charlton wirken überspielt, verkrampft, aber es ist durchaus möglich, dass ein Treffer, der allerdings in weiter Ferne zu sein scheint, die Mannschaft wieder besser ins Spiel bringen könnte. Best. Soccer. Wieder ein schwerer Fehler von Soccer. Er hat ja auch den bisher einzigen Treffer für Manchester erzielt. Eigentor in der 43. Minute. Eckball also von rechts. Aston wird treten. Es ist der zweite Eckball für das britische Team. Der Eckstoß wird wiederholt. Soccer gibt hier seine Anweisungen. Gefährlich.
Fawkes hat hier zu schießen versucht. Amancio. Und Einwurf für Manchester United. Zuletzt hat Perez den Ball berührt. Kitt. Soccer. Pieri. Zu Amancio. Und immer wieder Velasquez. Zwar war das jetzt, glaube ich, Gento, der einfach in seinen Gegenspieler hineingelaufen ist. Nein, es war Grosso. Und einer der Engländer liegt noch immer auf dem Boden und es wird jetzt wahrscheinlich ein heftiges Foul an Amancio geben. Ausgerechnet Nobby Styles wirft sich nun zum Recher auf. Er zeigt dem Schiedsrichter, wer seinen Kameraden auf dem Gewissen hat. Piri gerät an Styles. Es scheint Best zu sein, der hier gefällt wurde. Soccer. Nein, es ist nicht Best, sondern Dann. Und das Spiel kann weitergehen. Stand 3:1. Für Real Madrid im Kampf gegen Manchester United. Schiedsrichterball in der 51. Minute. Wiederholung des Schiedsrichterballs. Foul an Kitt durch Sun Sunegi. Aston. Bobby Charlton ist wirklich ein guter Sportsmann und auch ein echter Taktiker. Er weiß aus seiner langjährigen Erfahrung, dass es schlecht ist, mit dem Schiedsrichter zu streiten, gerade in Fällen, wo es um 1 oder 2 Meter beim Abstoß eines Freistoßes geht. Styles. Kit für Best und Einwurf für Manchester United. Grosso, zu steil auch für Amancio. Die Spanier scheinen etwas von ihrem Schwung der letzten Minuten der ersten Hälfte in den Kabinen gelassen zu haben. Wieder Styles, der hätte eigentlich ausgeschlossen gehört, das wissen Sie. Er hat ohne Ball neben Amancio herlaufend den gefährlichen Stürmer
ausgenockt. Foul von Best. Kenter. Schreibt sich genauso wie Billy Kidd, der amerikanische Skifahrer. Das gibt natürlich einen Freistoß. Eine Entfernung für Charlton. Abseits hat der Schiedsrichter gepfiffen und daher war das Manöver von Zocco auch ungefährlich. ...55. Spielminute. Real führt gegen Manchester United noch immer mit 3:1. Für jene Fernseher, die sich vielleicht später eingeschaltet haben, die Treffer schossen Piri in der 31. Minute. Kento nach einem schweren Fehler von Brennern in der 42. Zocco ein Eigentor in der 43. und schließlich Amancio in der 44. Alle Treffer durch die Spanier erzielt, dennoch stand also 3:1. Amancio. Bobby Charlton. Rarant, Kit, für Best, noch immer Best, und jetzt hat er seine Gefährlichkeit gezeigt, der junge Mann aus Belfast. Aston wirft ein, Styles, und wieder ein Wurf. Styles ist der Liebling des Publikums hier. Selbstverständlich, es hat ja vorhin stürmisch seinen Ausschluss verlangt. Und noch einmal muss geworfen werden. Offenbar wurde geworfen auf Styles. Das war eine Bombe von Krerend. Fawkes, er ist einer der Überlebenden der Katastrophe von München im Jahr 1958, als eine Maschine in München abstürzte mit der gesamten Manchester United Mannschaft. Überlebende sind Bobby Charlton, den wir jetzt am Ball sehen, Bill Fawkes und Matt Busby. Und wieder Eckball für Manchester United. Es ist der dritte. Erzwungen durch Best. Bobby Charlton schießt. Und
Nächste Ecke, wieder war es Sokko, der seinem Schlussmann Betancourt das Fürchten beibrachte. Minute. Die Engländer spielen nun wesentlich besser als vorhin, als sie nur den knappen Vorsprung zu verteidigen trachteten. Amancio. Und abseits von Gento. Krerend. Meiner Meinung nach kein Foul bei dieser Attacke von Bobby Charlton an Velasquez. Eine Stunde ist um und das große Tore schießen, das sich in den letzten 5 Minuten vor der Pause ankündigte, findet zum Missfallen des Publikums im Augenblick nicht statt. Krerend. Kit. Trainer Munoz nicht zufrieden. Attackieren, ruft er hinein. Mehr Druck. Verständlich. Seine Mannschaft spielt so, als sei sie bereits im Finale. González und abseits mindestens 5 Meter Gento. Krerend. Sadler. Perez. Charlton. 4:3 ist das Verhältnis. Und Betancourt stand ganz schlecht. Zu weit vor dem Tor. Ganz knapp am Lattenkreuz vorbei. Die Bombe von Bobby Charlton in der 63. Minute beim Stand von 3:1 für Real Madrid. Im zweiten Europacup-Semifinalspiel gegen Manchester United. Aston. Kit. Gento, Velasquez.
ein Foul an Best, hat sich zudem effektvoll fallen lassen. Die Ersatzspieler bzw. die Spieler, die nicht zum Einsatz kommen konnten von Manchester United, haben wir eben gesehen. Unter ihnen Dennis Law. Kit? Grasso. Amanfio. Velázquez, Renton, und Toni dann am Ball. Schiedsrichter Spardella hat wegen eines Fouls von George Best gepfiffen. Sanchez. Rettung durch Nobby Styles. Und wieder hat Amanfio etwas abbekommen. Soko. Sonsonegi. Grasso. Perez. Und wieder gerettet von Nobby Styles. Der Mann kann so viel, dass es unverständlich scheint, dass er sich immer wieder zu solchen unsportlichen Taten hinreißen lässt. ...65. Minute. Schön gemacht von Graham zu Kitt. Und das war ein Foul an Kitt, beziehungsweise es war zumindest Behinderung und der Schiedsrichter hätte einen indirekten Freistoß geben müssen. Und nun kritisierte Bobby Charlton den Schiedsrichter. Der hat das Spiel unterbrochen und Charlton wird aufgeschrieben. Sanchez. Und Eckball. Eckball Nummer 5 für Real Madrid. Erste Ecke für die Madrilenen nach der Pause. Manchester United hat es dagegen bereits auf 3 gebracht. Ein glänzender Spieler trotz seiner Jugend. Einwurf, kein Eckball, ganz nahe der Cornerfahne. Aston. Styles. Foul an Kitt.
Amancio. Und Eckball. Fehler der Manchester-Abwehr. Eckball Nummer 6. Neunundsechzigste Minute. Die Spanier spielen jetzt ausgesprochen schlampig. Und die Engländer sind, seit sie auf Offensive geschaltet haben, wesentlich stärker geworden. Wieder eine Szene mit Nobby Stiles. Aber er hat niemand geschlagen in dieser letzten Vorstellung. Gento. Amancio. Stepney hat den Ball nicht berührt. Abstoß vom Tore Manchester United. Noch 20 Minuten sind zu spielen. Freistoß für Manchester United. Krerend legt sich das Leder auf. Und Tor. Tor durch Sedler in der 71. Minute nach Vorarbeit von Best. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Die Verteidigung der Spanier war nicht auf dem Posten. Sie wähnte die Szene schon. Ist das also durchquerend. Best hat abgewehrt und Sedler, ein Fersler. In der 72. Minute durch Sedler das Anschlusstor. Und im Gesamtscore hat Manchester United auf 3:3 ausgeglichen. Noch 17,5 Minuten sind zu spielen. Sun Sumegi hat verschossen. Grosso, Velázquez, Amancio,
Sanchez. Settler hat Velázquez gelegt. Der Schiedsrichter hat dem Engländer bedeutet, beim nächsten Mal gehst du hinaus, wenn du wieder faul attackierst. Es steht uns ja zweifellos jetzt eine dramatische Viertelstunde bevor. Sanchez. Perez. Amancio. Grenze gemacht von Sanchez. Einwurf für die Engländer. Kento hat wohl einen Treffer erzielt, einen sehr wichtigen Treffer, aber insgesamt wird er gut von Brennan zugedeckt. Perez. Sechsundsiebzigste Minute, Amancio und Foul von Piri. Und Ausgleich, das 3:3 in der 77. Minute. Und zwar war es, wenn ich richtig gesehen habe, Fuchs, der Mann mit der Nummer 5, Bill Fuchs, einer der Überlebenden von München. Armlos. Fest. Er kommt vorbei an Sanchez und aufgelegt für Fuchs. 3:2. Ich sage Ihnen genau, wie spät es ist. 5:05. Bei Ihnen ist es ja wesentlich später. 3:3. Das hatte nach dem Angriffswirbel der Madrilenern vor der Pause wohl niemand mehr hier im Stadion erwartet. Velázquez. Kento. Sie schienen bereits hoffnungslos geschlagen. Sie sind erst wieder ins Spiel gekommen,
als sie auf Angriff umschalteten, als sie ihre, fast möchte ich sagen, sture Defensivtaktik aufgaben. Und es ist ja bezeichnend für ihren Angriffsgeist, dass der Mann mit der Nummer 5, Bill Fawkes, der eigentlich Stopper spielen soll, den bisher entscheidenden dritten Treffer schoss. Denn insgesamt führt er nun Manchester United mit 4:3, wenn man das Tor von Manchester dazu zählt. Noch 11 Minuten haben die Spanier Zeit, um insgesamt auszugleichen. Styles sehr aufmerksam jetzt als Bewacher von Amancio. Amancio und Eckball. Das war Eckball Nummer 7. Best. Und immer Best. Er hat den dritten Treffer eingeleitet. Beinahe wäre ihm der Kreuzpass zu Aston geglückt. Perez. Die Spanier haben den Gegner zweifellos unterschätzt nach dieser schwachen letzten Viertelstunde vor der Pause. Noch 10 Minuten. Spielstand 3:3. Und das ist eine Chance für Real, indirekter Freistoß. 81. Spielminute. Amancio. Sonsonagi hat die Lage für die Engländer geklärt. Sie lassen sich erfreulicherweise beim Ausschießen nicht Zeit. Jetzt erst. Jetzt beginnt die Spielerei. Best. Das war nicht das Beste gerade von Best. Velázquez. Amancio spielt jetzt so lange, bis ihm einer der Gegner fast zwangsläufig das Leder wegnehmen muss. Zwar nicht abseits, sondern Sonnegi. Und wieder Velázquez. Foul von Aston an Gento. Der Freistoß muss wiederholt werden. Noch 8 Minuten bis zum Ende. González. Und Eckball. Eckball Nummer 8. Glänzend gemacht von Aston, überlegt. Für die Engländer ein glänzender Erfolg, wenn sie hier mit diesem Unentschieden nach Hause fahren können. Sie sind nun, wenn ihnen das 3:3 gelingt, am 29. Mai in Wembley im Finale.
Der wahrscheinliche Gegner wird Benfica sein. Erstes Spiel gegen Juventus Turin 2:0. Ein bemerkenswerter Umschwung nach der Pause. Dabei wirkten die Aktionen, die zu Treffern führten, relativ ungefährlich. Vielleicht deswegen, weil die spanischen Abwehrspieler etwas lethargisch reagierten. Die Engländer haben keine ausgesprochen schönen Tore geschossen, aber es ist hier keine Schönheitskonkurrenz für Treffer. Amanti hat wieder etwas abbekommen. Spieler seiner Klasse haben es besonders schwer. Es werden manchmal so richtig abgeklopft, besonders wenn sie, so wie Amanti auch gelegentlich eigensinnig, den Ball zu lange behalten und alles selbst machen wollen. In bester Absicht natürlich. Pelé zum Beispiel, der großartige Brasilianer, will nicht mehr an Weltmeisterschaften teilnehmen. Er sagt, dort werde ich ja nur geschlagen. Betancourt. Thierry. Und Fauchs hat kurzfristig gerettet. González. Rosso. Alle Mann an Bord ist die Devise bei den Leuten aus Manchester. Freistoß etwa 22 Meter vom Tore Manchester United entfernt. Sollte Manchester United Europacup-Sieger werden, was durchaus möglich scheint, dann gäbe es ein Kuriosum im nächsten Jahr, nämlich zwei Vereine aus Manchester im Europacup. Denn Manchester City, der Lokalrivale, hat bekanntlich die englische Meisterschaft gewonnen. González. Abseits. Sehr geschickt gemacht von den Engländern. Sie liefen sofort der Mittellinie zu und führten so Gento einfach ins Abseits hinein. Nach der Pause haben sich die Engländer jedenfalls als große Mannschaft ausgewiesen. Vor der Pause blieben sie vieles schuldig. Wenn man bedenkt, dass ihnen mit Dennis Law, der noch nicht fit ist, ein ausgesprochener Spielmacher fehlt in diesem Kampf, gewinnt das 3:3 ganz besondere Bedeutung. Noch 3 Minuten. Es steht noch immer 3:3. Sunsunegi, González, Piri, Schütze des ersten Treffers. Grosso. Kento wirft ein. Velasquez. González. Amancio. Glänzender Einsatz der Engländer.
González. Amancio mit seinem Schatten Nobby Styles. Und Freistoß für die Spanier. Noch 2 Minuten. Amancio schießt und Stepney hält. Stepney wurde faul attackiert. Das gibt einen Freistoß aus dem Strafraum der Briten heraus. Kurzer Dialog. Stepney, Spardella. Wie lange geht's noch? Dürfte die Frage gelautet haben. Dürfte der Traum von Real zum 9. Mal in das Endspiel des Europacups der Meister einzuziehen ausgeträumt sein. Die Mannschaft, die bisher 6 Mal den Europacup der Meister gewonnen hat, ist durch ein Unentschieden hier im Santiago Bernabéu Stadion ausgeschieden. Kit. Eine der letzten Aktionen dieses Spiels, noch immer Kitt, vorgelegt für Best. Betancourt. Und das Spiel ist zu Ende. 3:3, Real Madrid gegen Manchester United im Santiago Bernabéu Stadion von Madrid. Das heißt, Manchester United ist im Finale des Europacups der Meister. Ich wiederhole die Torschützen. 31. Minute Pirri, 1:0 für Real. 42. Kento, 2:0. 43. Socco, Eigentor, 2:1. 44. Amancio, 3:1 für Real. Nach der Pause 72. Sedler und 76. Fuchs. 3:3 also. Und wir verabschieden uns aus Madrid.